Ich habe heute tatsächlich das zweite Mal schon das Gefühl in der Sendung, dass ich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt werde. Erst vorhin das Poesiealbum und jetzt dieses Ding. Das haben wir früher alle in der Schule nämlich gemacht. Diese Pongpongs gebastelt, die man dann nämlich aufschneidet und die dann nachher hier so aussehen. Heute heißen sie Bommel, Pongpongs, alles Mögliche. Und haben tatsächlich Einzug gehalten, auch so in alle möglichen Bereiche wie Deko und Klamotten, also nicht nur als Mütze. Karen Muslina ist bei uns und du hast uns tolle Ideen mitgebracht, was wir mit diesen schönen Bommel-Pompons, wie auch immer wir sie nennen möchten. Die Frage stelle ich mir jetzt schon seit ein paar Wochen, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, wie sie wirklich heißen. Ich kenne sie unter Bommel eigentlich, aber ich glaube, man sagt Pompon, sagt man momentan dazu. Das hört sich schicker an, Pompon. Ist aber das Gleiche, immer noch geblieben. Mhm. Wie du schon sagtest, man kann die ganz traditionelle Weise, kann man Pompons herstellen, indem man zwei Pappscheiben, die kennt sicherlich jeder noch, zwei Kreise schneidet, in der Mitte noch ein Loch und natürlich einen Schlitz lässt, um das dann aufzuwickeln. Und das Geheimnis ist natürlich, das hast du schon super gemacht, schön stramm wickeln. Ja, unbedingt. Ich erinnere mich, wir haben damals, ich glaube so in der Grundschule, so hat man das mit so unterschiedlichen Farben gemacht und dann kam so ein Fischbein raus. Oh, das ist aber schon richtig schwierig. Man kann auch mittlerweile fertig Pompon-Macher, würde ich die jetzt mal nennen, kaufen. Die sind so aus Kunststoff. Die halten natürlich ein bisschen länger. So ein Pappstreifen ist natürlich nach einer gewissen Zeit, knickt der ein, muss man neu machen. Ist aber am billigsten, klar. Ja, wie teuer sind, hier vorne hast du sie liegen, ne? Das sind jetzt so unterschiedliche Größen, verschiedene Macharten. Das gibt so zwischen 3 und 7 Euro, habe ich die jetzt gesehen, diese fertigen, die man da benutzen kann. Es gibt auch zum Beispiel noch, man könnte es auch mit solchen eckigen Formen machen, ich weiß nicht, ob man die gerade sehen kann. Da ist es auch, das Prinzip ist immer das Gleiche. Man muss zwei Formen haben, wo etwas drum gewickelt werden kann, wo man dann später aufschneiden kann dazwischen. Ja, aber wir können schon mal ein bisschen zeigen, was man eigentlich dann letztlich damit machen kann, was man da herstellen kann. Also ich habe mir halt für diese, also mir ist es halt auch aufgefallen, dass jetzt überall alles angesagt ist mit den Pompons und gerade auch im Interieurbereich, wie man auch so schön sagt heutzutage. Da habe ich mir überlegt, man könnte mal so eine flauschige Matte davon machen, die man so vors Bett legt, vielleicht auch ins Badezimmer, vor die Couch, wenn man kalte Füße hat, dann aufsteht morgens, dann hat man das. Ja, das ist super. Hier sieht man es. Ne? Genau, ich habe auch jetzt so eine kleine gearbeitet. An so eine Badezimmer-Variante gedacht, wenn man irgendwie aus der Badewanne steigt. Und deine Tochter hat sie vorm Bett oder vor der Couch liegen. Vor der Couch liegen. Das ist ein bisschen größer geworden, das Ganze. So, wenn wir jetzt gewickelt haben, noch mal einmal, es soll ja Zuschauer geben, die haben es noch nie gemacht, dann hat man diesen Kreis, also einmal abschneiden, ich habe dir hier eine Schere hingelegt. Wie viel muss da Platz werden? Da kannst du einfach richtig abschneiden, richtig das am Rand. Okay. Dann aber bitte ein Stück noch abschneiden, weil wir gleich noch ein Stückchen Wolle brauchen, um das so. Ja, okay. So. Da ist es jetzt das Schwierige, eben mit der Schere zwischen diese Scheiben zu kommen. Also bei dir ist es die Pappe, bei mir ist es jetzt der Kunststoff. Und dabei darauf achten. Muss ich den Faden hier festhalten, den ich den können wir nachher. Können wir uns nachher drum kümmern, sozusagen. Ja. Einfach. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast. Das ist ein bisschen schwierig, du hast sehr viel Wolle drum. Mal hier zwischenkommen, wie komme ich denn hier zwischen? Ich kann ja auch den hier machen. Andere Richtung. Genau. Du hast überall mitbekommen, dass das jetzt im Interieurbereich auch so beliebt ist. Kleidung, du hast ja auch so kleine Bommel direkt am T-Shirt. Man kann die auch fertig kaufen und kann die dann so in annähen, an eine Hose, an Jeans, das ist gerade sehr angesagt. Oder an Taschen zum Beispiel. Gerade die Strandtaschen, die man so hat, an diesen Korbtaschen kann man es machen. Wenn es so aufgeschnitten ist, wie hier jetzt zum Beispiel. Du schneidest noch ein bisschen. Das dauert noch. Da wird ein Faden durch diese beiden Scheiben gezogen, einen, den man möglichst farblich passend. Und jetzt wird geknotet. Feste. Zwei Knoten. Jetzt würde ich das schon machen. Ja. Zack. Kann man auch mit unterschiedlichen Wollstärken machen. Ja, es ist natürlich schön, wenn man solche dicke Wolle nimmt, wie ich die jetzt habe, dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Ja. Dann wird die Pappe oder eben das Kunststoff hier geöffnet. Und jetzt sieht man hier schon, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ist schon relativ rund. Ja, sieht super aus bei dir, während ich hier immer noch schneide. Du hast sehr viel gewickelt, du warst so fleißig. Was jetzt, das mache ich unheimlich gerne, ist, jetzt muss er noch ein bisschen in Form gebracht werden. Dann nimmt man einfach frisiert. Frisiert, das macht mir immer Spaß. Ich weiß nicht warum. Und guck, dass es wirklich eine schöne runde Form ist. So, schon fertig. Und mit dieser Geschwindigkeit kann man ruckzuck jede Menge Pompons herstellen. Ja, sieht super aus. Kann man die eigentlich auch waschen? Gut. Oder wenn man Baumwolle nimmt, klar, kann man das natürlich auch vorsichtig mit einem Wollprogramm kann man die dann waschen. Das ist kein Problem. So. Genau, soweit bist du schon mal. Unglaublich, ich habe es doch noch geschafft.
diesen Pompon zu durchschneiden, also die Wolle zu durchschneiden. Und jetzt? Genau, jetzt wird das, lass es noch schön zusammen. Ja. Dann wird dieser Faden durchgezogen. Ach, den ich gerade abgeschnitten habe. Genau, ne? Und dann, wenn du einmal unten festhältst, ja, das macht nichts. Das ist ein bisschen Schwund ist auch. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja. Genau. Soll ich irgendwas machen? Ja, du hast hier nicht ganz durchgeschnitten. Ups, da müssen wir gleich mehr frisieren, genau, glaube ich. Wir müssen mehr frisieren. Es hat so was von Fukuhila, was ich hier gemacht habe. Genau, du übst ja noch, wir sind ja noch dabei. Gucken wir mal, dass der Papa abgeht. So, und wenn es jetzt gut gelaufen ist, ja, so. Das ist mal ein ordentlicher Pompon. Wir lassen jetzt mal hier diese anderen Sachen unter den Tisch fallen. Er hat ein bisschen Haare gelassen bei mir. Okay. Ich finde ihn ganz hübsch. Ja. Das ist nett von dir. Der wird noch, wenn wir ein bisschen frisiert haben. So, um jetzt so eine Matte herzustellen, braucht man natürlich irgendwie eine Unterlage. Ja. Das heißt, jetzt im Fachjargon nennt man das Stramingewebe. Mhm. Vielleicht kennt das der ein oder andere Zuschauer, das benutzt man zum Sticken. Ja, also wenn man, also das ist wie so ein Gitter, da kann man sich auch was drauf zeichnen, wenn man es möchte, für, wenn man so Stickmuster braucht. Spannt man das so in so einen Rahmen ein? Genau, okay. Das macht man beim Sticken so. Wir würden jetzt einfach so ein Stückchen zuschneiden. Du kannst ja vielleicht parallel auch noch mal kurz sagen, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Wolle gesprochen. Genau. Sag mal, wie viel eigentlich? Ach, doch, mach einfach ein Stückchen ab. Okay. Ich wollte nur eine Sache vorher. Ja. Wenn man dieses Straminengewebe nicht bekommt, das ist jetzt nicht mehr so häufig im Handel zu haben, weil Sticken nicht mehr so in ist und naja, das mit den Pompons fängt erst gerade an. Mhm. Da habe ich dann gedacht, da kann man auch wunderbar diese Anti-Rutsch-Matten, die es so zu kaufen gibt, die man unter den Teppich legen kann, ja. Die gibt es eigentlich in jedem Möbelhaus zu kaufen. Die kann man genauso benutzen. Das ist ja eigentlich sowieso total praktisch, weil wenn man eh hier so eine kleine Matte hat, ist es ja eigentlich ganz gut, wenn die direkt so anti-rutschmäßig so beschichtet ist. Ja. Wenn man diese Pompons dann hat, dann hat man ja extra diese kleinen Bändchen hier übergelassen. Und wenn man jetzt mehrere Farben hat, kann man vorher schon mal ungefähr schauen, welche Kombination man so haben möchte, welche Richtung man das legen möchte. Und dann benutze ich einfach eine handelsübliche Häkelnadel. Man steckt hier zwischen, einfach ein bisschen mit Kraft hier durch eins der Löcher, nimmt sich eins von diesen übrig gebliebenen Wollfäden, zieht es durch. Macht das halt zweimal und kann es dann hinten verknoten. Ich finde ja, wenn man vor allen Dingen, also wenn man da so bei ist und man wickelt, Stricken hat ja auch, es geht ja gar nicht darum manchmal, dass man irgendwie so ein Produkt am Ende hat, natürlich auch, aber es hat ja auch immer so was Meditatives, absolut, ne? Dass man absolut. So zur Ruhe kommt. Also ich habe angefangen, ich konnte gar nicht mehr aufhören, das zu machen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Kann ich mir hierbei auch total gut vorstellen, das geht, wenn man da so einen Pompon nach dem nächsten wickelt. Was ich halt schön finde, ist, dass man eben auch, ich meine, ich nähe ja gern, das wissen ja alle. Aber ab und zu stricke ich auch ganz gern, aber ich kann es halt nicht besonders gut, deswegen bleibt auch viel Wolle übrig, wie man sieht. Dass man eben Sachen benutzen kann für sowas, die noch übrig sind, die man eben im Haus hat. Deswegen habe ich mir dann auch noch überlegt, dass man Pompons nicht nur aus Wolle machen könnte, sondern die Näherinnen unter uns haben sicherlich so Jersey-Reste im Hause oder auch alte T-Shirts, die man nicht mehr gebrauchen kann. Und man kann dann auch Pompons aus Jersey machen. Das ist ja auch witzig. Das könnte ich mir auch total gut, ehrlich gesagt, als Deko vorstellen. Für einen Kindergeburtstag zum Beispiel. Ich habe es als Schlüsselanhänger zum Beispiel einfach gemacht. Das sieht auch gut aus. Ja. Ne? Das heißt, einfach so das T-Shirt zerschnibbelst du dann? Ja, und da ist es jetzt, gibt's einen kleinen Trick, den kann ich Ihnen mal zeigen. Dass man muss ein Endlosgarn quasi herstellen. Also nicht nur ein paar Streifen, sondern das muss ja ein Garn werden sozusagen. Dafür nimmt man jetzt ein altes T-Shirt mit einer Schere oder ich habe jetzt hier einen Rollschneider, wird einfach der untere Rand, den brauchen wir nicht, den schneiden wir ab. Mhm. Und auch hier oben, wo jetzt die Ärmel sitzen. Alles, was so ein bisschen. Also, wir sollten eine gerade Fläche haben, sozusagen. Ne? Also einfach grob abschneiden. So, das Endlosgarn habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also man könnte es ja verknoten, aber das wäre natürlich viel Arbeit, das alles in eine Schere zu verknoten. Ja. So, jetzt nimmt man eine Seite und wenn man ganz genau machen möchte, mit einem Lineal natürlich, und schneidet sich so die Breite, die man haben möchte, mit einer Schere oder mit einem Rollschneider, wie gesagt, solche. Aber nicht bis zum Ende. Nicht bis zum Ende. Das ist ganz wichtig offensichtlich. Kurz davor. Jetzt nicht, weil zeig das einmal kurz, das ist so, keine Ahnung, Zentimeter oder was. Ja, das ist. Da muss man nicht ganz so genau sein. Ich mache jetzt auch nicht das ganze T-Shirt, das dauert sonst zu lang. Ist jetzt auch ein bisschen breit geworden, aber da braucht man nicht. Aber ist vielleicht dann offensichtlich auch nicht ganz so wichtig, wenn man jetzt nicht ganz so akkurat arbeitet, wenn man es nachher eh nicht so sieht. Genau. Also ich würde es vielleicht ein bisschen schmaler machen, je nachdem wie dick der Pompon. Jetzt müssen wir das T-Shirt auffalten so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht alle Reihen gemacht, sondern nur ein paar. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Weißt du, heute ist das erste Mal, Karin, dass wir nicht bügeln. Ja. Das hast du wirklich Glück gehabt, ne? Da werden sich alle drum beneiden. So, wenn wir jetzt das hier sehen,
dann ist jetzt der Trick, nicht von dieser Schnittkante zu dieser zu schneiden, ja, sondern einen versetzt. Das heißt, du fängst hier an und schneidest rüber, ja, ein Stückchen. Okay. So, das nächste nehmen und dann geht es einfach eins nach dem anderen. Wir haben natürlich die Anleitung mit allen Tipps und auch nochmal, wie man es genau macht, bei genau uns im Internet. Also können Sie auch gerne noch einfach nochmal auf die Daheim- und Unterwegs-Internetseite schauen. Hier sieht man aber schon, dass es schnell gegangen ist. Durch diesen Trick, dass man einfach einen versetzt schneidet, ja, hat man direkt. Jetzt geht's schon los mit dem Endlos. Damit geht's schon los. Mit dem Endlos-Garn. Klasse. Das ist ganz einfach, ne? Ja, sehr schön. Und so kann man alle Reste verwerten, die man im Haus hat. Sehr praktisch. Toll, tolle Idee. Vor allem, wenn das jetzt gerade wieder so in Mode ist, dass man sich da so eine Matte machen kann. Und das geht ja total easy. Ja, genau. Oder eben auch ans T-Shirt. Ich finde es auch Kinder-T-Shirts. Ich habe vielleicht eine kleine Eistüte machen und da oben drei Pompons drauf machen. Dann hat man so eine kleine Eistüte mit richtig 2D-Eiskugeln da drauf. Es braucht nicht nur den Bommel auf der Mütze. Man kann nein so viel mehr damit machen. Auch genau jetzt, vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit. Vielen Dank, Karin, dass du bei uns warst. Dankeschön.